Die amerikanische Fluggesellschaft Delta Airlines hat jetzt ihren ersten A330neo in die Flotte aufgenommen. Damit ist Delta Airlines weltweit schon die fünfte Fluggesellschaft, die diesen neuen Airbus-Typen bei sich begrüßen darf. Das Besondere daran, Delta Airlines geht mit dem A330neo jetzt einen weiteren großen Schritt beim Thema Modernisierung ihrer Flotte. Und da setzt man eindeutig schon seit einiger Zeit quasi nur noch auf den europäischen Flugzeugbauer, obwohl man mal ein treuer Boeing-Kunde war. Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video am Sonntag. Ich hoffe, es geht euch gut. Was war das für ein Riesendrama, als Delta Airlines, eine der großen amerikanischen Fluggesellschaften, eine der großen amerikanischen Main Carrier, als die für ihre alternde Boeing 717-Flotte mal eben den Airbus A220 bzw. damals noch die Bombardier C-Series bestellt haben. Man kann hier beobachten, wie eine der größten amerikanischen Fluggesellschaften von einer fast reinen Boeing-Flotte immer weiter springt zu anderen Herstellern bzw. zum europäischen Flugzeugbauer Airbus. Und das ist mittlerweile auch schon in vollem Gange. Der eine Punkt, der diese ganze Sache besonders spannend macht, ist, dass Delta Airlines mal die größte Fluggesellschaft der Welt war, gemessen an der Anzahl an Passagieren pro Jahr. Heute, gemessen an der Anzahl von Flugzeugen in der Flotte, ist Delta Airlines noch immer die größte Fluggesellschaft der Welt. Und zu Hause ist man am Flughafen von Atlanta, passt ja dazu, ist nämlich der größte Flughafen der Welt. Insgesamt hat Delta Airlines heute eine Flotte bestehend aus ganzen 909 Flugzeugen. Das ist ziemlich viel. Knapp 300 weitere Maschinen sind aktuell bestellt. Mit diesen 300 weiteren Flugzeugen wird man aber nicht immer weiter wachsen, sondern die sind in erster Linie dafür da, die im Schnitt mittlerweile knapp 16 Jahre alte Flotte der Fluggesellschaft immer weiter Stück für Stück zu erneuern. Und das ist bei einer solch großen Fluggesellschaft ein wirklich dynamischer Prozess. Das älteste Flugzeug, mit dem Delta Airlines aktuell unterwegs ist, ist eine MD-80, gebaut im Jahre 1987. Das ist schon deutlich über 30 Jahre her. Und die jüngste Maschine der Fluggesellschaft, die ist hingegen erst wenige Tage alt. Das Durchschnittsalter der Flotte liegt ziemlich mittig dazwischen. Es liegt also nahe, hier wird stetig durchgetauscht. Und der Trend geht dabei eindeutig in Richtung Airbus. Dabei hatte man bei der knapp 95 Jahre alten Fluggesellschaft schon so ziemlich alles an Flugzeugen im Betrieb, was der amerikanische Flugzeugbau im letzten Jahrhundert zu bieten hatte. Beispielsweise vom Hersteller Douglas bzw. später dann McDonnell Douglas, von denen kaufte man so ziemlich jedes Passagierflugzeug, das die irgendwann mal auf den Markt gebracht haben. Von DC-2 bis McDonnell Douglas MD-90. Genauso ist es aber auch mit den Boeing-Flugzeugen. Bis auf 707 und Boeing 787 war aber alles dazwischen mal bei Delta Airlines in wirklich großen Mengen in Betrieb oder ist es auch heute noch. Dazu gesellten sich selbstverständlich noch einige Passagierflugzeugklassiker aus dem Hause Lockheed, beispielsweise die TriStar. So, und dann kam der erste Airbus im Jahr 1991 zu Delta Airlines. Genauer gesagt im November 1991 und damit wissen die meisten wahrscheinlich schon, woher das Flugzeug kam. Nämlich Pan Am hatte kurz vorher schlapp gemacht und Delta Airlines übernahm einige Flugzeuge und auch einige Flugrouten dieser Fluggesellschaft. Und damit kam der Airbus A310, der vorher bei Pan Am unterwegs war und ja auch noch kein altes Flugzeug war, zur Delta Airlines. Gut, ansonsten konnte die amerikanische Fluggesellschaft tatsächlich nicht so wahnsinnig viel mit Flugzeugen europäischen Fabrikats anfangen. In wirklich großen Mengen kam der Airbus dann erst im Jahr 2008 zu Delta Airlines. Die Fluggesellschaft befand sich zu dieser Zeit in einer riesigen Krise. Nach dem 11. September 2001 häufte die Fluggesellschaft knapp 20 Milliarden Dollar Schulden an und stand als eine der größten Fluggesellschaften der Welt jetzt vor dem Aus. Tausende Mitarbeiter wurden zu dieser Zeit entlassen und man stellte die Fluggesellschaft komplett auf den Kopf, um sie so wieder aus der Krise führen zu können. Im Jahr 2008 tat man sich dann mit einer weiteren großen amerikanischen Fluggesellschaft, das war dann Northwest Airlines, mit denen tat man sich zusammen, um unter dem Namen Delta die größte Airline der Welt auf die Beine zu stellen. Und das ist denen auch gelungen. Und dann ging natürlich die gesamte Northwest-Flotte zur Delta Airlines über, beziehungsweise war dann in Delta Airlines Farben unterwegs. Und das waren hauptsächlich Airbusse. So kam der A319, der A320 und auch der A330 in wirklich großen Mengen zu Delta Airlines. Und das ging jetzt ja auch viele Jahre wirklich gut. Mit einer Flotte, bei der man immer direkt auf den ersten Blick erkennen konnte, ob das jetzt ein Flugzeug der wirklichen Delta Airlines war oder ob das eine Maschine aus dem ehemaligen Northwest-Bestand ist. Denn die Flotte war halt amerikanisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es Airbus. Delta Airlines ist auch heute noch weltweit größter Betreiber der Boeing 717, weltweit größter Betreiber der Boeing 757, weltweit größter Betreiber der MD-80 und auch größter Betreiber der MD-90. Und das sind alles Flugzeugtypen, die jetzt irgendwann mal ersetzt werden müssen.
Zurzeit übernimmt man bei Delta die letzten der im Jahr 2013 erstmals an diese Fluggesellschaft ausgelieferten Boeing 737-900ER als Ersatz für die Boeing 757. Aber dann war es das auch schon mit Boeing-Flugzeugen, die hier zur Ablöse kommen. Tatsächlich ist es ansonsten alles nur noch Airbus-Gerät, was hier den Ersatz spielen wird. Seit dem Jahr 2016 bekommt Delta Airlines immer wieder mal, auch heute noch, neue Airbus A321, ebenfalls als Ersatz für die Boeing 757. Diese Maschinen kommen also als Ergänzung zu der durch Northwest Airlines erhaltenen A320-Familie. Insgesamt hat man knapp 120 Maschinen vom Typ A321 bestellt und dazu kommen ab dem nächsten Jahr dann auch nochmal 100 weitere Maschinen des Typs A321 Neo. Und auf diesen Flugzeugtypen hat man sogar noch 100 weitere Optionen. Bei Delta Airlines ist der A321 und dabei ist es auch völlig egal, ob das der A321 Neo ist oder der mit den klassischen Triebwerken, der ist dort immer mit knapp unter 200 Sitzplätzen unterwegs. Und das ist eine gute Sache, denn das ist eine angenehme Bestuhlung für den A321. Und diese Flugzeuge kommen jetzt also wie gesagt als 757-Ersatz bzw. auch als Ersatz für die MD-80 bzw. auch für die MD-90. Und eine Nummer kleiner, da greift dann direkt der nächste Airbus an, und zwar der Airbus A220. Für den hat sich Delta bereits zu C-Series-Zeiten im Jahr 2016 entschieden. Ist also schon wieder eine ganze Weile her, aber mittlerweile sind die ersten 10 Flugzeuge des Typs bei Delta unterwegs. Und mit dieser Maschine scheint man richtig zufrieden zu sein, sodass man die Bestellung von 75 Flugzeugen direkt mal auf 90 Maschinen hochschraubte. Bei Delta Airlines ist dieses Flugzeug mit 110 Sitzplätzen unterwegs, ganz wichtig, mit einem Fenster auf der Toilette. Und damit passt das direkt auf die Kapazität der alten Boeing 717, die bei Delta Airlines jetzt Stück für Stück durch den A220 ersetzt wird. Und auch auf der Langstrecke sieht das tatsächlich ganz ähnlich aus. Dort wird jetzt das jahrelang bewährte Arbeitspferd der amerikanischen Fluggesellschaft, die Boeing 767, die bei Delta Airlines aktuell im Schnitt knapp 22 Jahre alt ist, die wird jetzt ersetzt durch eine Kombination aus A330 Neo und Airbus A350. Vom A350 hat man mittlerweile schon 13 Stück in der Flotte, 12 weitere Maschinen werden in den nächsten Wochen und Monaten dazukommen und den ersten A330 Neo, den hat man ja jetzt seit Donnerstag, also seit ein paar Tagen. Delta Airlines entscheidet sich damit für das aktuelle Airbus-Portfolio und für eine Kombination von Flugzeugen, für die Airbus zurzeit eine ganze Menge Lob einfahren kann. Fluggesellschaften wie beispielsweise TAP Portugal machen es ähnlich und fliegen jetzt mit einer Kombination aus A330 Neo und A321 Neo. Da fehlt nur noch der A350. Aber Delta Airlines gehört damit auch zu den wenigen Fluggesellschaften, eigentlich ist es nur noch Air Mauritius, soweit ich weiß, die eine Kombination aus A330 Neo und A350 zum aktuellen Zeitpunkt in der Flotte haben. Der erste A330 Neo ist am Donnerstag nach der feierlichen Übergabe in Toulouse direkt mal nach Atlanta geflogen, zum Heimatflughafen der Delta Airlines. Jetzt mittlerweile steht das Flugzeug in Detroit und dort wird die Maschine für den Linienbetrieb der Fluggesellschaft fit gemacht. Und dann wird man in den nächsten Tagen die Maschine immer mal wieder durch die USA fliegen sehen. Delta Airlines macht mit diesem Flugzeug jetzt nämlich erst einmal Trainingsflüge und bereitet die verschiedenen Crews auf das neue Flugzeug vor. Und mit dem ersten Passagierflug wird es dann weitergehen am 1. Juli. Also ist noch eine ganze Weile hin. Warum das so lange dauert, keine Ahnung. Stationiert wird das neue Flugzeug auf jeden Fall nicht in Atlanta, sondern in Seattle. Also quasi direkt bei Boeing vor der Tür. Vielleicht um zu zeigen, was man jetzt für ein tolles neues Flugzeug hat. Delta Airlines hat nämlich die ehemals von Northwest bestellten Boeing 787 vor einigen Jahren abbestellt. Vom A330 Neo wird die Fluggesellschaft jetzt in den nächsten Monaten insgesamt 35 Stück bekommen. Die Maschinen sind bei Delta Airlines ausgestattet mit 281 Sitzplätzen, davon 28 in einer Business Class, 29 Sitzplätze in einer Premium Economy Class, dann findet man nochmal 56 Sitzplätze mit erhöhter Beinfreiheit, aber vom Ding her ganz normale Economy Class Sitze, und dann gibt es nochmal 168 wirklich ganz normale Economy Class Sitze. Annehmlichkeiten wie das neue A330 Neo LED Moodlight oder vergrößerte Overhead Bins, das gibt es selbstverständlich auch alles bei Delta Airlines an Bord, aber es gibt zum Beispiel auch Internet mit der kostenfreien Möglichkeit, dauerhaft über die üblichen Messenger-Dienste wie beispielsweise Facebook Messenger oder auch WhatsApp mit anderen Leuten in Kontakt zu bleiben. Das ist ja auch mal eine ganz nette Sache. Hier nach Deutschland bzw. überhaupt mal in die Nähe kommt das neueste Mitglied der Delta Airlines Flotte tatsächlich erst einmal nicht. Der A330 Neo wird ab dem 1. Juli von Seattle aus erst einmal nach Shanghai fliegen. Wenig später geht es dann noch nach Seoul und dann fliegt das Flugzeug irgendwann nochmal nach Tokio. Gut, kann man nichts machen. Zusammenfassend bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, von den 276 offenen Bestellungen, die es gerade ganz genau sind bei Delta Airlines, davon liegen nur noch 4 bei Boeing auf dem Schreibtisch.
Die restlichen 272 Bestellungen müssen von Airbus abgearbeitet werden. Das macht Delta Airlines zu einem der besten Airbus-Kunden in Amerika und zu einem der besten auf der Welt. Und Delta Airlines ist damit auch der größte Betreiber des A330 in den USA und wird wahrscheinlich, zumindest nach aktueller Bestellsituation, auch größter Betreiber weltweit des Airbus A220. Damit ist diese amerikanische Fluggesellschaft wohl auch somit das beste Beispiel für einen ehemals treuen Boeing-Kunden, der neben der eben erwähnten großen Anzahl an Maschinen vom Typ 737-900ER aufgrund eines mangelnden 757-767-Nachfolgers Stück für Stück immer weiter auf Airbus setzt. Das ist ziemlich interessant zu beobachten. Und nicht zuletzt aus dem Grund ließ es sich Airbus wahrscheinlich auch nicht nehmen, in der letzten Woche einen wirklich großen Meilenstein in ihrer Geschichte mit Delta Airlines zu feiern. Airbus hat nämlich jetzt das 12.000ste von ihnen gebaute Flugzeug ausgeliefert, und zwar ein Airbus A220 für Delta Airlines. Dabei hat Airbus interessanterweise für die ersten 6.000 Maschinen, die man in den ganzen Jahren ausgeliefert hat, insgesamt 36 Jahre benötigt und für die zweite Hälfte dieser 12.000 Flugzeuge, also für die zweiten 6.000 Maschinen, hat man nur noch knapp 9 Jahre benötigt. Aber gut, da hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was verändert, das aber nur mal so als Info am Rande. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wie immer ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Luis, an Wladimir, an Ameno und an Michael. Vielen lieben Dank an euch vier für eine wirklich großzügige und sehr nette Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank an euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.